Okay, cool, nice. Daumen hoch. Okay, wir machen direkt weiter. Und willkommen an alle, die da sind. Schön, euch zu sehen. Ja. Also Tierarztkosten sind auf jeden Fall... Ich glaube, bei jedem Haustier ist das ein Kostenpunkt, der halt wirklich das meiste ausmacht. Warum ist hier ein Power-Up? Was ist das hier? Okay, Bonus nehme ich an. Das ist ja nett. Meine Frösche sind immer in den Filter und haben sich selbst gefiltert. Das ist nicht cool. Muss man aufpassen, dass das nicht passiert. Warum klappt das nicht? Ich weiß nicht, manchmal klappt diese Sprungphysik nicht hier. Jetzt funktioniert's wieder. Oh mein Gott. Okay. Okay, nice. Oh mein Gott, ey. Okay. Oh, was ist das jetzt wieder für ein Blind Jump Gedöns? Ach so, okay. Ich hab nichts gesagt. An sich mag ich diese Art von Leveln. Ich wusste nur, dass hier keine Galaxy-Musik ist. Normalerweise bei den Leveln ist das eigentlich immer so. Aber hier nicht. Aber ist okay, ne? Muss ja nicht immer Galaxy-Musik sein. Okay, cool. Gut. Bad. Gut. Eine Katze krank vom Freund. Kurz gehofft mit leicht Blut. Ja. Ja, wenn man sich ein Tier anschafft, muss man halt eine Reserve aufbauen. Ein Vogeltierarzt kostet noch mehr, weil der extra studiert hat. Okay. Kann sein. Liegt daran, dass sich die Mechanik nicht von Anfang bis zum Ende durchzieht. Der Creator hat ja für jeden Abschnitt die Mechanik neu eingefügt. Durch die Mechanik wird nicht immer gleichmäßig schnell geladen. Okay. Danke für die Erklärung. Das heißt, beim nächsten Mal einfach ab und zu warten. Oder mal einen Testsprung ausführen. Wobei ich glaube, das passiert auch nicht wirklich oft. Also, ja, wenn es passiert, dann passiert es halt, ne? Tiere nur Blut seines Skills. Können tue ich es trotzdem nicht. Ja, ich denke schon, wenn man mir zuguckt und dann halt auch selbst spielt. Das muss man halt auch tun. Ich denke schon, dass das, dass ihr dann auch besser spielt. Ich meine, sehe ich auch an mir. Ich bin, denke ich, schon... Und noch mal ein Stück besser als noch vor einem Jahr. Würde ich sagen. Ich komme hier relativ geschwind durch die ganzen Expert-Level und da ist kein Boden. Genau nachdem ich sage, dass ich gut durchkomme, ne, genau dann sterbe ich natürlich. Auch ein bisschen blöd, dass hier... Also man denkt da eigentlich schon, dass da Boden ist, ne? Das ist schon sehr gemein gewesen. Aber gut. Passt. Jupp, nice. Du musst weit wegfahren, weil sie rar gesät sind bei Vögeln. Ja. Ich denke mal, es gibt nicht so viele, die sich auf sowas spezialisieren. Das ist korrekt. Deswegen immer mit den Vögeln aufpassen.
Damit ihr nicht zu einem Spezialisten müsst. Okay. Wollte ich gerade so einen billigen, zweideutigen Joke bringen. Hat aber nicht so ganz geklappt. Oh mein Gott! Hier rein. Und ins Ziel. War bei mir auch der Moment, wo ich gesagt habe, schau nur Tiere im Zoo, weil die passen besser auf als ich. Ja, die kriegen auch Geld dafür. Wobei, Zoo ist jetzt auch nicht. Ja. Da gibt es auch mehrere Meinungen. Es gibt nicht Zoos. Aber ja. Wie lange geht das Level? 25 Sekunden. Kann ich hier Leben farmen irgendwo? Oben? Nee. Ich brauche eine Treppe. Das ist eine Treppe, theoretisch. Und ich bin tot. Oh, ich probiere mal was. Man kann hier irgendwie auch Leben farmen. Aber das ist nicht unbedingt das beste Setup, um das zu üben. Ah, ihr habt kurz gesehen, 400 Punkte hatte ich. Ich muss so an der Wand sliden. Ich muss so an der Wand sliden und den Panzer dann kicken und gleichzeitig wieder in die Luft springen. Allerdings, diese Lücke ist relativ klein, deswegen... Na, mal schauen, wir finden eine bessere, glaube ich. Eine bessere Stelle. So, jetzt hier nicht nochmal... Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Ja, ein bisschen triggert mich das Level. Weil man die Turms halt auch nicht sieht. Geh mal nach oben. Ich denke, hier bin ich sicherer. Ja. Hier bin ich wesentlich sicherer. Wobei. Ja, ich weiß nicht, ob ich nach oben gehen kann. Ich kann das so entlang. Okay, das ist eigentlich eine kluge Idee. Und dann einfach oben bleiben. Und dann einfach ins Ziel. Ja, leider nur zwei Leben, aber passt. Bin bei so einem dummen Tod nicht. Okay. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so viel kürzer. Aber es ist konstant. Das geht auf jeden Fall 2,29 ungefähr. Hammer, Bruder, lass meine Flugkappe. Ernsthaft? Oh mein Gott, okay. Das ist gemein. Ach, ich brauche den Willi oder was? Ja, okay. Nein. Was ist ein Scheiß? Oh mein Gott. Okay. Das ist eine richtig blöde Stelle. Wäre ich jetzt auch dagegen. Gegen Blaulicht. Das Blaulicht sollte eigentlich nur in wirklichen Notfallsituationen halt bei einem Menschen sein. Oder wenn irgendwo irgendwas brennt oder irgendwie so. Aber für Wildtiere oder so. Ganz ehrlich, also ich mag auch Tiere, aber dafür Blaulicht. Wäre jetzt nicht mein Ding. Auch für Haustiere. Achso, ja, okay. Haustiere auch. Ja, okay. So. Ja, auch für Haustiere, okay. Nee, ist nicht. Also wenn da wirklich mal ein Notfall ist, weiß ich nicht. Das Ding ist, man riskiert ja, wenn man Blaulicht nutzt, riskiert man ja auch Menschenleben dadurch. Oder weitere Unfälle.
Ja. Nee. Da würde ich tatsächlich sagen, nee. Wäre ich nicht dafür. Tut mir natürlich für den, der das Haustier besitzt, leid. Aber gerade auch so bei einem Haustier, ja, keine Ahnung. Gibt's da nicht dann auch Anzeichen, wenn ein Tier krank ist? Ja, keine Ahnung. Nee. Aber ich würde sagen, nee. Da sag ich, nee. Blaulicht, nee. Ich denke, wenn ich ein Haustier besitzen würde, würde ich vielleicht dann auch so denken. Aber an sich ist halt der Mensch über dem Tier. Und oh mein Gott, ist das gemein. Da will ich dann nicht Menschenleben für riskieren. Wenn ein Mensch einen Unfall erleidet, dann geht es ja um einen Menschen. Notfälle gibt es auch bei Tieren wie Menschen. Ja, schon. Aber ja, ich bin an sich auch dagegen. Wie gesagt, wenn ich ein Haustier hätte, wäre ich wahrscheinlich auch dafür. Aber ich sehe das halt als jemand, der halt kein Haustier besitzt. Der Einsatz müsste dann der Besitzer bezahlen. Denke ich mal. Und das ist halt auch nicht billig, ne? Ich hab ein Haustier und bin dagegen. Mein Hund wurde zum Beispiel angefahren mit Fahrerflucht. Ja. Das sind dann halt so die Dinge, was dann halt einem leid tut. Weiß ich nicht, ne? Das war nicht witzig, ja, glaube ich so. Ja, natürlich ist das nicht witzig. Naja, ich hoffe, der konnte ermittelt werden, ja. Ich hoffe, der hat dann irgendeine Strafe bekommen. Denke mal, der Hund ist verstorben. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ja, vom deutschen Gesetz her werden halt Tiere wie eine Sache aufgefasst. Ja. Das Ding ist, wie ein Menschen kann man das halt nicht auffassen. Aber wie eine Sache ist halt auch irgendwie komisch. Müsste eher so ein Zwischending sein. Und das Level habe ich kürzlich gespielt. Dann ging das ja doch noch gut aus. Aber meistens ein Hund ist ja relativ schwach. Im Vergleich zu einem Auto. Naja, dann habt ihr Glück gehabt, tatsächlich. Ja, einfach rennen. Einfach rennen. Oh mein Gott. Oh, ich verliere Leben. Ich verliere Leben. Ja, kaum ist ein schwieriges Thema im Chat, verliere ich Leben. Oh Gott. Ich hoffe, niemand hat sich jetzt durch meine Meinung, dass ich gegen das Blaulicht bin, angegriffen gefühlt. Man weiß es ja nicht, ne? So. Oh mein Gott, danke. Ja, Tiere einfach aussetzen, das ist auch doof. Er gibt das Tier doch dann wenigstens im Tierheim ab oder so.
Aber aussetzen ist halt... Das ist tatsächlich eklig. Ich kann mir vorstellen, wenn man ein Tier im Tierheim abgeben will... Naja, da werden wahrscheinlich noch Fragen gestellt und so. Natürlich. Und vielleicht kostet das auch was. Ja, das wollen halt einige dann nicht mal machen. Ist halt echt asozial. Da musst du zahlen. Naja, ich dachte es mir. Ja, allgemein sollte man sich kein Tier einschaffen, wenn man halt... Weiß ich nicht. Wenn man halt nicht dafür sorgen will. Es gibt ja Leute, die verschenken Tiere zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Das geht halt auch eigentlich gar nicht klar. Außer man hat sich das schon länger überlegt. Und das halt auch besprochen. Aber wenn man dann einfach so mit einem Tier nach Hause kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das dann wieder weg muss. Oder weg, ja, gebracht wird. Weil man dann doch sieht, oh, ups, ein Tier ist ja doch ein bisschen Arbeit. Ist doch nicht so easy. Oh Gott, das Level. Das ist gemein. Hier ist das Ziel. Okay, Rainer. Ich hatte noch nicht, war beim Tierarzt und sie haben gehalten. 4 Stunden OP, oha. Autsch. Und Lord Vince, guten Abend. Ja, ich wusste, dass das weggeht. Oh mein Gott. Habe ich direkt einen Pilz weniger. Die heutigen Tierheime haben Abgabestopp zu Feiertagen. Ja, dann werden halt noch mehr Tiere wahrscheinlich ausgesetzt. Gehe ich mal von aus. Ist halt auch wahrscheinlich nicht cool. Da müsste man eigentlich viel mehr Leute aufklären, dass man halt ein Tier nicht zu einem Geburtstag oder zu Weihnachten verschenkt. Damit das Tier halt gar nicht da ist. Okay, da war eine Röhre. Da sind vielleicht Leben drin, Leute. Oder der Exit? Ah, Leben, okay. Ja, die brauche ich nicht unbedingt. Ja, ich könnte auch nicht für irgendein Tier sorgen. Ich meine, ich könnte dann auch nirgendwo mehr hinfahren, wenn ich jetzt ein Tier hier hätte. Ah, man kann das Tier irgendwo abgeben für eine Zeit, aber... Ich weiß nicht, das ist ja auch nicht das Wahre. Okay, wir gehen mal hier durch. Ich denke, das Leben ist nicht so wichtig. Nee. Wahrscheinlich kriegen wir sowieso hier noch irgendwas zusammen. Naja, nee, ich könnte kein Tier haben. Außer ich hätte jetzt eine Familie oder so, dann ja. Dann hätte ich schon ganz gerne ein Tier vielleicht. Aber so ganz alleine ein Tier haben, nee. Könnte ich nicht. Würde ich niemals tun. Weil ich wüsste, ja, ich könnte dem Tier nicht gerecht werden. Oh nein, das war falsch. Ich bin wieder tot. Oh nee, bin ich nicht. Okay. Okay. Na gut. Ich hoffe, ich habe mittlerweile einen Checkpoint gefunden. Ich glaube schon. Das Leben. Ja, es ist nicht so leicht zu bekommen. Das lassen wir mal. Machen die alle kaputt? Ich denke, wir kriegen hier noch ein Leben. Ein Yoshi. Nee. Kein Yoshi.
landet in der Lava. Vielleicht. Es geht noch weiter. Okay. Ein Spielsystem. Okay, das Level ist an sich aber ganz gut. Muss ich sagen. Nee. Also solange ich Single bin, werde ich kein Tier haben wollen. Selbst wenn dann theoretisch eine Person da wäre, dann müsste halt auch erstmal eine gemeinsame Wohnung da sein. Auch dann... ja, ab dann kann man sich's überlegen. Ob man ein Tier will. Aber komplett alleine? Nee. Das könnte ich mir nicht vorstellen. So, ich muss den Boss besiegen. Oh mein Gott. Ich hoffe, es gab einen Checkpoint. Ja, nice. Passt. Party. Oh, Kati könnte demnächst aufwachen sogar. Schon 21 Uhr. Oha. Was? Ja, das Level kriegt auf jeden Fall ein Like. Und dann habe ich theoretisch 5 Level schon aufgenommen. Oder 5 Videos. Okay, ich müsste die aber eigentlich auch ziemlich zeitnah schneiden, damit ich noch ungefähr weiß, um was es ging in den Leveln. In einer Wohnung sowieso schwierig. Naja, man kann eine Katze schon in der Wohnung halten. Das geht schon. Oh mein Gott. Es geht alles. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo muss ich hin? Nein, okay, das... Ja, ich bin tot, glaube ich. Ja. Also ich komme hier nochmal hoch. Nee. Ja, vielleicht. Oh mein Gott, ich bin einfach gut. Ja gut, Nerdy hat ja die schlimmsten Nachbarn gehabt. Also, das würde ich jetzt nicht als würde ich jetzt nicht so als Vergleich ranziehen. So einen Extremfall hast du ja eher selten. Feuerblume? Hauptmindern Blue. Oh mein Gott. Ja, hier ist schon einiges am Staub. Aber... vielleicht mache ich demnächst mal einen Frühjahrsputz. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber ja. Könnte schon ein bisschen ordentlicher sein. Bleib mal bei der Feuerblume. Wehe, die war falsch. Ich glaube, meinen Nachbarn wäre das egal, ob ich eine Katze habe. Ich meine, denen ist sogar egal, dass ich hier streame und relativ laut bin. Also ich glaube, da macht eine Katze den Braten nicht fett. Oh nein. Ich glaube, ich komme durch. Wichtig. Muss nach oben, aber ich komme nicht nach oben. Hey, hey, hey. Sonne. Braucht die Sonne. Nein. Oh mein Gott. Bin tot. Ja, ich bin tot. Ah, schade. Gab's einen Checkpoint hier? Das war auch sehr knapp.
Oh, jetzt weiß ich, dass ich hier rein muss. Bin ich schon mal rein. Ja, wenn man jetzt weiß, wo man hin muss, dann ist es schon mal deutlich angenehmer. Das war auch knapp. So. Sonne, komm her. Soll ich die Kamex töten? Oh mein Gott, okay. Was geht noch weiter? Oh mein Gott. Ein richtig krasses Ding. Oh mein Gott, ich dachte, ich bin zu früh dran runter. Zum Glück nicht. Feuer? Ne, Kumbas. Okay. Aber wenn ich jetzt noch sterben sollte, das wäre übelst dumm. Jetzt kann ja mal das Ende kommen. Okay, nice. 99 Münzen? Oh shit, ich hab nicht auf die Münzen geguckt, aber... Ja, shit. Hätte ich ein bisschen drauf gucken können, aber ja, ist okay. Ich hab ja relativ viele Leben. Und damit ist die erste Session abgeschlossen. Und... Jo, ich mache hier eine Verabschiedung für YouTube. Es war die erste Session. Danke für Daumen hoch. Und ich glaube, ich mache noch ein bisschen weiter, ne? Ja.